Heute geht es um Signalspiele. Das sind Spiele, bei denen meistens zwei Spieler miteinander spielen, ein Sender und ein Empfänger. Und das ist wahrscheinlich eines der häufigsten Anwendungen von dem perfekt-bayesianischen Gleichgewicht. Und daher schauen wir uns das mal etwas genauer an. Also bei Signalspielen, wie gesagt, gibt es meistens zwei Spieler, einen Sender. Dieser Sender hat verschiedene Typen. Genauso wie wir das bisher gesehen haben mit den Typen beim bayesianischen Gleichgewicht auch. Und diese verschiedenen Typen können nun signalisch senden. Wir werden gleich sehen, was das alles so für Signale sein können. Dann gibt es einen Empfänger. Dieser Empfänger empfängt dieses Signal, wird daraus dann irgendwelche Beliefs ableiten über den Typ des Senders. Kann natürlich den Typ selber nicht beobachten, sonst wäre es nicht spannend, sondern er kann nur das Signal beobachten. Und dann muss er eine Aktion wählen und diese Aktion beeinflusst dann die Auszahlungen von beiden Spielern. Was sind so die typischen Beispiele? Das erste Beispiel, das auch historisch untersucht wurde, das ist von Michael Spence, das sogenannte Ausbildungsspiel. Bei dem geht es darum, dass Studenten oder Schüler sich eine bestimmte Ausbildung besorgen, nur damit sie zukünftige Arbeitgeber beeindrucken können. Das heißt, ich habe also einen bestimmten Abschluss und damit demonstriere ich etwas, auch selbst wenn dieser Abschluss gar nicht an sich vielleicht nützlich ist, würde er doch nicht helfen, etwas über meinen Typ auszusagen. Zum Beispiel, wenn ich einen Abschluss habe in Economics, zeigt das, dass ich eben ein besonders cleverer Student bin und das kann vielleicht den zukünftigen Arbeitgeber beeindrucken. So, das wäre ein Ausbildungsspiel. Es gibt natürlich aber auch zwischen verschiedenen Firmen. Also wir haben ja schon ein Markteintrittsspiel gesehen. Jetzt könnte man vielleicht noch teure Werbung schalten. Also der Platzhirsch könnte nun dadurch, dass er sehr teure Werbung schaltet, dem Herausforderer signalisieren, dass er auf jeden Fall den Markt verteidigen wird mit allen zu allen Kosten. Und das würde dann vielleicht den Herausforderer dazu bringen, den Markt lieber nicht einzutreten. Das wäre so eine Möglichkeit. Es gibt es aber auch in der Biologie, wenn Sie denken an den Pfau, der einen unglaublichen Federkleid hat, das an sich wirklich keinen praktischen Nutzen hat. Aber die Männchen können damit eventuell etwas signalisieren. Biologen gehen davon aus, dass es zum Beispiel ein besonders gesundes männliches Exemplar signalisiert, wenn das Federkleid schön ist und keine Fehler hat und so weiter. Das wären also alles Signale. Ganz wichtig ist das Prinzip, das Signaling-Prinzip. Ein Signal muss etwas kosten. Sonst wäre es nämlich sogenannter Cheap Talk. Und Cheap Talk könnte ja schließlich von jedem kommen. Das wäre also ein Signal, das nichts kostet, aber damit auch aussagelos ist. Ganz besonders muss ein Signal den Imitator mehr kosten. Das heißt also, es soll so sein, dass der schlechte Typ nicht den guten Typen imitieren kann. Und dazu muss das Signal was kosten, aber insbesondere muss es so sein, dass es den schlechten Typen etwas mehr kostet. Das sind also so die Beispiele und Anwendungen von Signalspielen. Jetzt können wir jetzt genau unsere ganze Notation mal ein bisschen übersetzen in den Spielablauf eines Spiels. Wir haben ja schon Beispiele gehabt für normale Extensivformspiele mit imperfekter Information. Das ist ein Spezialbeispiel und deswegen führen wir auch ein bisschen Spezialnotation ein. Also wir beginnen immer mit einem Zufallszug, also der Zug der Natur kommt zuerst und da wird der Typ Theta I aus einem Typenraum ausgewählt. Und zwar ist das der Typ des Senders. Es geht hier nur um den Typ des Senders. Der Typ des Empfängers ist unwichtig. Es gibt da keine verschiedenen Typen. Also der Typ des Senders wird von der Natur sozusagen ausgelost mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit P von Theta I. Die sollte natürlich größer 0 sein. Wenn sie gleich 0 wäre, dann wäre dieser Typ nicht existent und den könnte man aus dem Spiel einfach auch weglassen. Also die Wahrscheinlichkeit des Typen ist immer größer 0. Und natürlich muss es so sein, dass eine Wahrscheinlichkeitsverteilung ist, dass alle Wahrscheinlichkeiten aller Typen sich zu 1 addieren. So, muss insgesamt 1 sein. Und das nennt man die a priori Verteilung der Typen. Die ist allgemein bekannt, dass also sowohl der Sender als auch der Empfänger kennen diese a priori Verteilung.
Und in der zweiten Stufe kommt dann nun der Sender, der beobachtet seinen eigenen Typ, klar. Und dann schickt er ein Signal und das nennen wir M für Message aus dem Englischen. Also MJ, M aus einer Menge von möglichen Signalen, Groß M. Gut, und dann kommt in der dritten Stufe der Empfänger, der beobachtet nun natürlich dieses Signal, aber nicht den Typ, sonst wäre es langweilig. Also er beobachtet nur das Signal und aus diesem Signal wird er sich dann irgendwelche Schlüsse ziehen müssen und wählt daraufhin eine Aktion A, Element Groß A. Das sind die, das ist der Ablauf und dann gibt es natürlich am Ende die Auszahlung. Und die Auszahlungen sind für den Sender und für den Receiver, also für den Empfänger und den Sender, sind sie ähnlich definiert. Die können beide vom Typ abhängen des Senders. Sie können auch von der Nachricht abhängen, von dem Signal abhängen und sie können natürlich von der Aktion abhängen. Jetzt müssen wir uns erstmal überlegen, was für Strategien haben die beiden Spieler. Der Sender macht Folgendes. Der muss für jeden möglichen Typ, den er haben könnte, sich ein Signal ausdenken. Das heißt also, wir haben eine Abbildung von dem Typenraum auf die Signalräume, also auf Groß M. Der wird also, selbst wenn er weiß, was für ein Typ er hat, muss er sich, bevor er das erfährt, sogar schon überlegen, welche Nachricht würde er für alle seine möglichen Typen schicken. Das ist eigentlich wie wir es immer machen. Und für den Empfänger ist es genauso, der Empfänger R, der muss sich für jedes mögliche Signal, das er empfangen könnte, muss er sich eine Aktion überlegen. Also, das ist also dann eine Abbildung von M nach A und diese Signale können wir schreiben als A von MJ. Also eine bestimmte Aktion, gegebene bestimmte Nachricht. Wenn wir jetzt ein Spiel haben mit genau zwei Typen, zwei Signalen und zwei Aktionen. Das ist so ein bisschen das Standardbeispiel der Signalspiele. Dann wird das oft auf diese Art und Weise dargestellt. Das Spiel, etwas ungewöhnlicherweise, beginnt hier in der Mitte. Einfach damit es leichter darstellbar wird. Mit dem Zug der Natur und der kann jetzt also entweder nach oben oder nach unten gehen. Und da gibt es eine bestimmte Wahrscheinlichkeit. Das ist die A-Priori-Wahrscheinlichkeit. Bei zwei Typen müssen wir nur P bestimmen. P und dann natürlich die Restwahrscheinlichkeit ist 1 minus P. Und dann haben wir hier oben den Typ Theta 1 und hier unten den Typ Theta 2. Das ist also der Typ des Senders. Der kann entweder Theta 1 oder Theta 2 haben. Und dann kann er jeweils nach links oder nach rechts gehen. Was bedeutet, er sendet das Signal M1 oder das Signal M2. Und in beiden Fällen ist es nun so, dass hier an dieser Informationsmenge zum Beispiel, da ist es jetzt so, dass der, kann man auch so darstellen, dass jetzt der Empfänger an dieser Stelle nicht weiß, ob er oben oder unten ist. Also er weiß nicht, ob der Typ Theta 1 oder Theta 2 war. Und deswegen ist hier diese Informationsmenge. Aber er weiß, dass das Signal M1 war. Das weiß er. Und genauso hier auf der rechten Seite. Die hier brauchen wir nicht. Da ist es so, da ist auch der Empfänger dran. Hier ist auch der Empfänger dran. Und da auf der rechten Seite weiß natürlich auch der Empfänger nicht, ob er oben oder unten ist, aber er weiß, dass M2 gesendet wurde. Und dann kann jetzt der Empfänger an beiden seinen Informationsmengen sich entscheiden, ob er A1 oder A2 macht. Wie gesagt, das ist das 2x2x2 Spiel, Signalspiel sehr, sehr einfach im Prinzip. Und man kann es natürlich jetzt noch beliebig verkomplizieren mit mehr Typen, mehr Signalen und mehr Aktionen. Aber jetzt wollen wir uns mal für dieses 2x2x2 Signalspiel überlegen, wie viele Strategien hat eigentlich der Sender? Der Sender hat natürlich zwei Typen und er hat zwei Signale, die er jeweils schicken kann. Das heißt, er hat 2x2 verschiedene Strategien und das macht insgesamt vier Strategien. Also ja, die kann man sogar alle auflisten einzeln. Er kann zum Beispiel wählen, egal welcher Typ er hat, er kann M1 wählen oder er kann, egal welchen Typ er hat, kann M2 wählen. Diese beiden Strategien nennen sich Pooling-Strategie, weil die beiden Typen kann man nicht unterscheiden. Wenn man das Signal sieht, weiß man nichts über den Typ. Man weiß in beiden Fällen, dass der Typ 1 und der Typ 2 das gleiche machen und das heißt, wenn wir dann also ein Signal sehen, dann lernen wir nichts über den Typ und deswegen sind das sogenannte Pooling-Strategien, weil die beiden Typen gepoolt werden müssen.
Wenn wir sogenannte separierende, und das sind dann auch schon die beiden verbleibenden Strategien, separierende Strategien, nämlich, dass der eine Typ das eine Signal sendet und der andere Typ das andere. Also zum Beispiel kann Typ 1 M1 schicken und Typ 2 M2 oder natürlich umgedreht. Und das sind dann separierende Strategien. Der Empfänger, wenn er M2 sieht, jetzt in diesem Beispiel zum Beispiel hier, wenn er M2 sieht, dann weiß er sofort, aha, das muss Typ Theta 2 gewesen sein. Oder wenn er hier M1 sieht, wird er sagen, ah, das ist Theta 2. Also aus dem Signal kann man sofort schließen, welcher Typ vorliegt. Das sind also die Strategien des Senders. Und wenn wir das Spiel etwas vergrößern, also nicht einfach nur zwei Typen haben, sondern mehr, dann kann das natürlich passieren, dass manchmal mehrere Typen dasselbe schicken, aber andere Typen ein anderes Signal schicken. Und das nennt sich dann semi-separierend. Und schließlich kann es auch noch sein, dass sogenannte hybride Strategien existieren. Das heißt, ein Typ von den beiden zum Beispiel mischt zwischen zwei Signalen. Das heißt, er spielt keine reine Strategie. Und das wäre dann eine hybride Strategie. Die hatten wir zum Beispiel gesehen beim Poker. Da war es ja so, der Typ, wenn einer einen König hatte, dann hat er immer eine reine Strategie gespielt. Hat er nämlich immer Bett gespielt. Und wenn man eine Dame hatte, dann hat man gemischt. Und zwar zwischen Bet und Fold. Und das ist eine sogenannte hybride Strategie. Die gibt es auch noch. Werden wir uns nicht so häufig anschauen, aber könnte auch bei einfachen Spielen mal auftreten. So, wie viele Strategien hat dann der Empfänger R? Ganz einfach, wir schauen uns wieder die typischen Informationsmengen an. Er hat zwei Informationsmengen, er hat zwei Aktionen. Die Standard-Zählregel gilt. 2 mal 2 macht also auch hier 4 reine Strategien. Und die könnte man auch noch aufschreiben. Man könnte sie natürlich aufschreiben, genauso wie wir es gemacht haben. Wir können sagen, okay, wie schreiben wir die Strategie? Wir schreiben A von M, sagen wir mal zum Beispiel M1 wäre A1 oder A von und M2 wäre auch A1. Das sind zum Beispiel welche. In dem Fall wird er immer A1 wählen. Das wäre eine Strategie. Und dann gibt es eben insgesamt vier davon. Die vier Möglichkeiten. Jetzt müssen wir noch unsere Forderungen von dem vorletzten Video, also wo wir das perfekt Bayesianische Gleichgewicht definiert haben, die müssen wir jetzt übersetzen für Signalspiele. Das macht es etwas einfacher. Natürlich kann man einfach die Regeln anwenden, aber es macht es etwas leichter, wenn wir das nochmal neu formulieren. Also, wir haben ja diese vier Forderungen. Forderung 1 sagt, die beiden Spieler oder alle Spieler müssen Beliefs haben. Jetzt ist es so, der Spieler S, der hatte gar keine nicht triviale Informationsmenge. Der weiß immer, wo er ist. Er kennt ja seinen eigenen Typ. Das heißt, die Forderung F1 ist für den Spieler S leer, weil er einfach weiß, wo er ist. Er hat also er braucht kein Belief. Der Spieler R, der hat allerdings Beliefs, der hat Informationsmengen. Also muss er diese Beliefs haben. Und wie schreiben wir die? Das ist im Prinzip eine bedingte Wahrscheinlichkeit. Und zwar können wir sie so schreiben: Wenn er MJ beobachtet, dann glaubt er mit der Wahrscheinlichkeit μ, dass der Typ Theta I ist. Und diese Wahrscheinlichkeit ist natürlich größer gleich 0 und die müssen sich zu 1 addieren, wie alle Wahrscheinlichkeiten, wenn ich einen bestimmten gegeben, ich sehe eine bestimmte Nachricht. Ich gehe nochmal kurz zurück, damit es jetzt klar ist, wo wir da jetzt gerade sind. Also jetzt in unserem Beispiel hier. Bisschen aufräumen. Jetzt sind wir jetzt zum Beispiel an dieser Informationsmenge. Sehen wir also, dass hier ein bestimmtes M1 gespielt wird, dann muss jetzt der Spieler R an dieser Stelle, der muss jetzt ein Belief haben. Gegeben, er beobachtet M1, muss er nun sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das denn Typ Theta 1? Und da unten muss er den Belief haben, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das denn Theta 2? Gegeben M1, ja. Und die beiden müssen sich natürlich zu 1 addieren, weil er muss schon irgendwas glauben, was an dieser Informationsmenge ist. Also entweder ist er oben oder unten. Er kann es glauben, dass mit ein halb oder ein Viertel, drei Viertel, aber er muss es ja irgendwie also muss ich schon zu 1 addieren. Das ist das, was ich meine mit den Beliefs.
So, wo waren wir? Hier. Das sind also die Beliefs. Erstmal müssen Sie nur irgendwelche Beliefs haben. Wir werden später noch sehen, dass diese Beliefs auch eine bestimmte Regelmäßigkeit erfüllen müssen, aber das kommt dann in Forderung 3. So, dann in Forderung 2 ist sequentielle Rationalität. Wie kann man das hier übersetzen? Ganz einfach, für den Spieler R, den Empfänger, da muss Folgendes gelten. Er muss seine erwartete Auszahlung maximieren. Er hat ja einen bestimmten Belief. Er kann sich seine Auszahlung ausrechnen, gegeben, er hat seinen Belief, gegeben die Nachricht, die er bekommen hat und dann jetzt noch in Abhängigkeit von der Aktion, die er dann wählen wird. Und er wird die Aktion so wählen, dass er seine erwartete Auszahlung maximiert. Also was das hier ist, ist nichts anderes als die erwartete Auszahlung, gegeben die Nachricht, die er bekommen hat und gegeben sein Belief. Der Spieler S, der hat ja perfekte Informationen, da braucht man keinen Erwartungswert ausrechnen, aber er muss natürlich unterstellen, dass er weiß, was der Empfänger tun wird. Aber im Gleichgewicht weiß er das oder antizipiert er das richtig. Er wird also richtig antizipieren, dass der Spieler R, vorausgesetzt er selber wählt ein bestimmtes MJ, dann die entsprechende Strategie durchführt, A von MJ und dann wird er einfach eine beste Antwort wählen dagegen. Also im Prinzip, der braucht keine Beliefs, der wird einfach eine beste Antwort spielen, was immer der zweite Spieler machen wird. Es wird alles noch viel deutlicher, wenn wir das zu den Beispielen dann umsetzen, machen wir dann im nächsten Video. So, dann hätten wir noch die Forderung F3, nämlich dass die Beliefs entsprechend der Bayesian Regel gebildet werden müssen, sofern wir uns auf dem Gleichgewichtspfad befinden. Was bedeutet das? Das müssen wir erstmal definieren. Was heißt denn eigentlich auf dem Gleichgewichtspfad in diesem Fall? Wir haben ja, können jetzt mal dieses Großteta J nennen. Menge aller Typen, die im Gleichgewicht die Nachricht MJ senden. Manche werden es tun, manche werden es nicht tun. Und diese in Theta J sind die, die dies tun. Wenn diese Menge nun leer ist, das heißt, niemand sendet MJ, dann ist diese Informationsmenge nicht auf dem Gleichgewichtspfad, also off equilibrium, außerhalb des Gleichgewichtspfads. Wenn diese Menge nicht leer ist, dann ist sie auf dem Gleichgewichtspfad. Das heißt also, diese Menge muss nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit erreicht werden. Es reicht, wenn sie mit kleiner, aber positiver Wahrscheinlichkeit erreicht wird, dann gilt sie als auf dem Gleichgewichtspfad. Und dann kann die Bayesche Regel benutzt werden, nur wenn keiner der Typen diese Nachricht schicken wird, ist sie außerhalb des Gleichgewichtspfads, also off equilibrium. So, das war nur zur Klarstellung. Und jetzt, wie werden die Beliefs gebildet? Sie werden entsprechend der Bayesian Regel gebildet. Und das ist genau die Bayesian Regel, wie wir sie schon kennengelernt haben. Der Belief, μ nenne ich den jetzt hier. Was ist der Belief? Das ist der Belief, dass der Typ, der von der Senders Theta I ist gegeben, er hat die Nachricht MJ gesendet. Die ist gleich, entsprechend der Bayesian Regel, einfach hier die bedingte Wahrscheinlichkeit umdrehen. Das ist P von MJ gegeben Theta I mal P von Theta I. Das ist die a priori Wahrscheinlichkeit. Und dann unten geteilt durch die Summe all dieser, nämlich über alle Typen Theta I, die eben diese Nachricht MJ schicken könnten. Wie ist dieses hier definiert? Was ist denn das da eigentlich? Wie versteht man das? Das ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass der Typ Theta I die Nachricht MJ schickt. Wenn er eine reine Strategie hat, dann ist das oft, oder dann ist das immer gleich 1. Also wenn eine reine Strategie, ich glaube, das steht hier sowieso, da steht es ja umgekehrt. Da steht es ja. Wenn einer reine Strategie spielt, dann ist diese bedingte Wahrscheinlichkeit natürlich 1. Denn der Typ Theta I, wenn er eine reine Strategie hat, wird entweder MJ schicken oder er wird es nicht schicken. Also 1 oder 0. Wenn das hier allerdings wenn er eine gemischte Strategie spielt, dann kann das auch was anderes sein als 1. Und dann muss man das halt einsetzen. Wir werden gleich ein Beispiel dafür machen, wie das aussieht, wenn das eine gemischte Strategie ist. So, das ist also die Bayesche Regel. In aller Regel, immer dann zum Beispiel, wenn Sie nur reine Strategien uns anschauen in diesem Standardbeispiel,
dann wird diese bedingte Wahrscheinlichkeit und die Bessche Regel super, super einfach sein und wir werden gleich mal dann auch sehen, wie das dann benutzt wird. F4 wird grundsätzlich bei Signalspielen eigentlich nicht angewandt, jedenfalls nicht, wenn man es nur um das perfekt-bessianische Gleichgewicht geht, weil es einfach keinen Biss hat, wie wir sehen werden. Beziehungsweise wir werden es nicht sehen, wir machen es einfach nicht. Hier die F4 kann man dann vernachlässigen in diesem Fall. So, jetzt nochmal zurück zu F3. Bei zwei Typen ist es trivial, wenn wir reine Gleichgewichte uns anschauen. Warum ist das trivial? Ich guck's, mal gucken uns nochmal unser Standardbeispiel an hier mit zwei Typen, zwei Nachrichten. Jetzt ist es ja so, wenn wir uns reine Gleichgewichte anschauen, dann wird der Typ entweder sowas spielen, das ist ein Pooling-Gleichgewicht oder natürlich beide M2, aber dann ist es äquivalent. Also beide spielen M1. Das heißt, was passiert nun? Wir wissen, also der Typ, der hier dran ist, auf dem Gleichgewichtspfad ist jetzt also natürlich diese Informationsmenge. Die ist auf dem Gleichgewichtspfad und die andere ist nicht. Was wird jetzt der Belief an dieser Stelle sein? Naja, das ist ganz einfach. Wir wissen ja, beide Typen, Theta 1 und Theta 2, schicken die Nachricht M1. Das heißt, wir lernen nichts über die Typen. Wenn ich nichts gelernt habe, muss der Belief, den ich dann hier habe, gleich dem Belief sein, den ich schon am Anfang hatte, also mein a priori Belief. Was bedeutet, dass der μ von Theta 1 gegeben M1 einfach gleich p sein muss. Den a priori Belief. Und natürlich dann hier unten μ von Theta 2 gegeben M1 gleich 1 minus p. Damit habe ich diese Beliefs an dieser Stelle, beziehungsweise an dieser Stelle, schon festgeklopft. Ja, ich weiß, wenn beide Typen Pooling-Strategie spielen, also M1 spielen, dann lerne ich nichts und dann werden einfach die a priori Belief relevant sein. Und das sind dann auch die Ex-Post-Beliefs. Wie sieht es aus, wenn ich eine separierende Strategie habe? Gucken wir uns das auch mal an. Separierende Strategie bedeutet, dass der eine Typ, zum Beispiel der Typ Theta 2, M1 spielt und der andere macht M2. Ist die Sache vielleicht sogar noch leichter. Jetzt ist es ja vollkommen klar, es sind beide Informationsmengen ja auf dem Gleichgewichtspfad. Warum? Weil diese wird mit positiver Wahrscheinlichkeit erreicht, nämlich genauso sein Wahrscheinlichkeit 1 minus p. Und diese wird auch mit positiver Wahrscheinlichkeit erreicht. Also beide sind auf dem Gleichgewichtspfad. Und dann sind die Beliefs noch einfacher. Hier muss es sein, ist ja ganz klar, er weiß, er ist hier unten und hier weiß er, er ist hier oben. Das heißt also, der Belief an dieser Stelle, mein Belief, dass es Theta 2 Typ ist, wenn ich M1 beobachte, der muss sogar 1 sein. Denn nur der Typ Theta 2 würde das Signal M1 schicken. Und hier oben ist es so, dass nur der Typ Theta 1 das Signal M2 schickt. Das heißt, das muss auch 1 sein. Und die anderen sprechen entsprechend 0 an den anderen Knoten. Das heißt, da sind die Beliefs vollkommen klar. Das ist jetzt aber der Fall mit zwei Typen und reinen Gleichgewichten. Und noch was übrigens, wenn ich in dem Fall bin, wo beide hier dasselbe machen, also sprich Pooling spielen, wenn ich in diesem Fall bin, dann ist diese Informationsmenge hier off Equilibrium. Und wenn die off Equilibrium ist, dann darf ich hier jeden Belief nehmen, den ich möchte. Weil F4 kommt nicht zur Anwendung. Und das bedeutet, meine Beliefs sind überhaupt nicht beschränkt. Ich kann irgendeinen Belief wählen. Und zwar kann ich den Belief wählen, der mir am besten passt, um mein Gleichgewicht zu unterstützen, was immer ich eben haben möchte. Also da habe ich alle Freiheit. Das ist manchmal eine Schwäche des Konzepts und wir werden auch noch Beispiele sehen, wo das problematisch ist. Aber das perfekt-bessianische Gleichgewicht ist einfach zu schwach, um für diese Off-Equilibrium-Beliefs hier irgendwas auszusagen. So, jetzt aber nochmal der etwas interessantere Typ mit drei, interessante Fall mit drei Typen und zwei Signalen. Hier kann etwas mehr passieren. Das kann man zum Beispiel auf diese Art und Weise skizzieren. Da habe ich jetzt sogar hier einen Naturzug, der kann entweder nach oben, in die Mitte oder nach unten gehen. Das heißt, hier hätte ich jetzt drei Typen und die hätten jeweils
drei Nachrichten, zwei Nachrichten, die Sie schicken können, M1 und M2. Und dann hätte ich an dieser Stelle hier wiederum eine Informationsmenge. Also das sieht eigentlich, kann man auch noch darstellen hier, diesen Fall. Jetzt ist aber klar, wenn ich drei Typen habe und nur zwei Signale, dann können die Typen sich nicht alle unterscheiden. Das heißt, eine voll separierende Strategie ist hier nicht möglich. Ja, zwei von den Typen müssen zumindest dasselbe Signal schicken. Okay. Und jetzt nehmen wir mal an, dass die a priori Wahrscheinlichkeit ein Drittel sind, für alle drei Typen gleich wahrscheinlich, und dass zwei von den Typen, nämlich Theta 1 und Theta 2, jeweils die Nachricht M1 schicken und der dritte schickt M2. Das heißt, ich habe hier eine semi-separierende Strategie. Und sobald ich sehe, Signal, also sobald ich als Empfänger sehe, dass das Signal M2 ist, weiß ich, das muss der Typ Theta 3 gewesen sein. Also insofern ist diese Strategie separierend, aber sie ist nicht voll separierend, weil wenn ich das Signal M1 sehe, weiß ich nicht, ob es der Typ Theta 1 oder der Theta 2 war, der das gesandt hat. Und dazu muss ich jetzt die Bayesche Regel benutzen. Also, was wird mein Belief sein? Ich beobachte M1. Ich möchte wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit müsste ich glauben, dass es der Typ Theta 1 ist. Dann schaue ich mir einfach an, Bayesche Regel, was ist die Wahrscheinlichkeit μ, oder mal, gegeben, dass es der M1 ist, gegeben Theta 1, mal P von Theta 1, geteilt durch μ von M1. Also das ist die Gesamtwahrscheinlichkeit, dass hier M1 gewählt wird. Ich habe hier übrigens manchmal so ein bisschen schlampig zwischen μ und P, bin ich so hin und her gewechselt, weil ich beide Notationen benutze für Belief oder eine bedingte Wahrscheinlichkeit. Also nicht verwirren lassen. P und M können hier manchmal, P und μ sind hier manchmal synonym benutzt, sollen dasselbe bedeuten. Was haben wir also hier? Dieses hier kommt aus der Strategie des Spielers. Wenn der Spieler Theta 1 hat, dann wird er immer M1 schicken, entsprechend hier das Spiel, also eine reine Strategie. Das heißt, das hier muss 1 sein. Das ist die a priori Wahrscheinlichkeit, die ist ein Drittel, haben wir gerade gesehen. Und hier unten steht jetzt die Gesamtwahrscheinlichkeit. Die kann man normalerweise, schreibt man normalerweise als die Summe. Und da steht dann hier, und ich mach's mal, ich schreibe es einfach mal aus. Das muss klein M1 von Theta 1 sein, mal P von Theta 1. Klar, was da auch oben steht. Und dann muss aber noch dazu addiert werden, nämlich der Fall, dass es der Typ Theta 2 sein könnte. So, das ist diese Summe, die da normalerweise steht. Und hier aus diesem Fall besteht sie aus zwei Teilen. Der erste Teil haben wir schon, das ist der auch oben steht, 1 mal ein Drittel. Und der andere ist natürlich genauso, alles symmetrisch, auch 1 mal ein Drittel. Nämlich auch hier ist es 1 für den Typ Theta 2 und auch hier ist es ein Drittel für den Typ Theta 2. Und damit habe ich eine bedingte Wahrscheinlichkeit von 1/2. So, wenn ich hingegen das Signal M2 sehen sollte, dann weiß ich, dass die bedingte Wahrscheinlichkeit, also dass mein Belief, dass das Theta 1 sein könnte, musste 0 sein, weil entsprechend der Gleichgewichtsstrategie spielt der Typ Theta 1 nie M2. Das muss natürlich auch gelten für den anderen Typ Theta 2, für den gilt das auch. Und letztendlich brauche ich natürlich auch noch logischerweise den Belief, dass es der Typ Theta 3 ist, wenn ich M2 sehe. Und das muss natürlich dann 1 sein, denn das ist der einzige Typ, der M2 wirklich schickt. Und damit habe ich den Belief auch festgelegt. So, das wäre der etwas kompliziertere Fall mit mehr als zwei Typen und zwei Signalen. Im nächsten Video schauen wir uns dann ein paar Beispiele an und dann wird das wahrscheinlich alles noch ein bisschen klarer. Bis dann.